Willkommen zur heutigen vierten Folge von Fit mit Rapid. Ich bin Lukas Kirschnofer, Physiotherapeut und neben mir Pascal Fallmann, Spieler Rapid 2. Heutiger Themenschwerpunkt ist ein funktionelles Beintraining. 6 Übungen, 2 Übungen für die Oberschenkelvorderseite, 2 Übungen für die Oberschenkelrückseite und 2 Übungen für die gesamte Beinmuskulatur. Los geht's! Die erste Übung ist der Bulgarian Split Squat. Ihr benötigt dazu einen Sessel. Das rechte Bein auf den Sessel stellen, das linke Bein steht davor. Langsam hinuntergehen, kurz halten, hochdrücken. Langsam hinuntergehen, kurz halten, hochdrücken. 10 Wiederholungen mit dem linken Bein, 10 Wiederholungen mit dem rechten Bein. Das rechte Bein auf den Sessel abstellen, mit dem linken Bein nach vorne kommen, danach langsam hinuntergehen, die Position eine Sekunde halten, hochdrücken. 10 Wiederholungen. Das Knie darf nicht nach innen knicken. Und ihr dürft ruhig mit dem Knie über die Zehenspitze nach vorne schieben. Nach 10 Wiederholungen wechsel auf die andere Seite. Das rechte Bein nach vorne stellen, das linke Bein wird abgelegt, hinuntergehen, kurz halten, hochkommen. Das Knie schiebt nach vorne, nicht nach innen knicken lassen. Und die Ferse bleibt am Boden abgestellt. Für die zweite Übung den Sessel zur Seite schieben. Übung heißt die Standwaage. Ich zeige es euch auf der Seite vor. Ihr steht am linken Bein. Das rechte Bein wird abgehoben. Kurz halten. Aus dem Gesäß das andere Bein nach hinten oben bewegen. Kurz in der Position bleiben und wieder hochkommen. Dazwischen abstellen. Zweites Mal. Hochgehen. Halten. Körperspannung halten. Nach hinten gehen. Halten, nach vorne kommen. Am linken Bein stehen, das rechte Bein abheben, langsam zurückbewegen. Oberkörper kommt nach vorne, kurz halten und hochkommen. Abstellen, zweites Mal. Hoch, nach vorne lehnen, zurückkommen. 10 Wiederholungen. Versuchen, mit jeder Wiederholung mit dem Oberkörper ein bisschen tiefer hinunterzukommen. Wichtig ist es, die Spannung im Gesäß nicht zu verlieren. Das Standbein bleibt leicht angewinkelt. Das hintere Bein versucht ihr im rechten Winkel zu halten.
Wechsel auf die andere Seite. Zehn Wiederholungen. Körperspannung nicht verlieren. Mit dem Oberkörper nach vorne kommen. Und die Endposition immer kurz halten. Die dritte Übung ist der Walking Lunge. Linkes Bein kommt nach vorne, rechtes Bein hinunter, nicht den Boden berühren, hochdrücken, kurz auf einem Bein stehen bleiben, nach vorne, runter, hochdrücken, vorne, runter, hochdrücken. Die Zehenspitzen schauen immer gerade nach vorne. Los geht's! Rechte Bein steigt nach vorne, Zehenspitzen zeigen nach vorne, kurze Position halten und weitergehen. Hochdrücken, das Knie kippt nicht nach innen, 5 Wiederholungen. Die vierte Übung sind Wall Drills. Ihr könnt euch an der Wand oder am Türstock anlehnen, beide Beine, beide Fersen stehen hinten am Boden, Brustwirbelsäule ist aufgerichtet, Blick nach vorne oben, rechtes Bein abheben, links auf die Zehenspitzen stellen, kurz halten und wieder zurückkommen. Druck nach vorne geben, hochdrücken, kurz halten, zurückkommen. Wichtig ist, die Streckung auch in der Brustwirbelsäule nicht zu verlieren. Hochdrücken, halten, zurückkommen. 10 Wiederholungen auf der linken Seite, 10 Wiederholungen auf der rechten Seite. Druck nach vorne in die Wand geben und hochdrücken, halten, zurück. Ferse bleibt am Boden, wird abgehoben, rechtes Bein kommt nach vorne. Der Blick bleibt nach vorne. Oben gerichtet. Und die Dreifachstreckung, Sprunggelenk, Hüfte und Brustwirbelsäule halten. Wechsel auf die andere Seite. Körperspannung nicht verlieren. Druck in die Wand geben. Für die fünfte Übung braucht ihr eine Gymnastikmatte. Auch der Sessel kommt wieder ins Bild. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Beide Beine am Sessel ablegen, 90 Grad. Kopf liegt am Boden, Hände neben dem Körper. Hochkommen. Halten, das rechte Bein bleibt stehen, das linke wird hergezogen, Wechsel,
halten, absenken, hochdrücken, herziehen, andere Seite, herziehen, absetzen. 10 Wiederholungen. Beine sind am Sessel abgelegt, Becken hochdrücken, Spannung halten, rechtes Bein zu euch ziehen, Wechsel und absetzen. 1, herziehen, 2, drei, vier, Nummer 5, sechs. Fersen fest in die Unterlage pressen. 7. Und ein letztes Mal hochdrücken, herziehen, anderer Fuß und absinken. Die letzte Übung ist die einbeinige Gesäßbrücke. Ausgangsposition, Rückenlage, das linke Bein bleibt aufgestellt, 10 zu euch herziehen, rechtes Bein abwinkeln, Kopf liegt am Boden, Hände sind neben dem Körper. Hochdrücken, halten, zurückkommen. Hochdrücken, halten, zurückkommen. Hochdrücken, halten, zurückkommen. 10 Wiederholungen mit dem linken Bein, 10 Wiederholungen mit dem rechten Bein. Nur auf der Ferse stehen, das rechte Bein zu euch ziehen, versuchen im rechten Winkel zu halten und aus dem Gesäß hochdrücken. Das Becken dazwischen ablegen. Das rechte Bein bleibt im rechten Winkel. Wechsel auf die andere Seite. Wieder linkes Bein zu euch ziehen. Rechtes Bein steht auf der Ferse. Und 10-mal zur Decke hochdrücken. Die letzten 3 Wiederholungen. Das linke Bein bleibt abgewinkelt und zu euch gezogen. Gut gemacht, Pascal. Das war's im Februar mit Fit mit Rapid. Danke fürs Mitmachen und bleibt sportlich.